Guten Tag, mein Lieben. Eine Sensation ist zu verkünden. Ich komme dann gleich drauf, worin die Sensation besteht, aber ich muss vorher kurz erklären, warum, wie und weshalb und so weiter. Wir hatten ja eine anonyme Spende bekommen, über 6.000 Euro, und die Verfügung, dass wir damit was Vernünftiges machen sollten. Was Vernünftiges wollten wir natürlich gerne machen, da wir aber alle nicht so richtig auf den Nenner kamen, was man damit machen kann, haben wir die Community befragt, 75.100 Abonnenten auf YouTube, auf meinem Mafi-Kanal und die 9.600 Abonnenten auf dem Mafi-Kanal bei Telegram. Heraus kamen 220 Leute, die sich überhaupt dieses Video angeguckt haben, wo wir um Ideen gebeten haben. Und es kamen ein paar Ideen und die meisten davon machen wir sowieso an der Schule. Also vielen Dank für die Antworten und Ideen, aber das meiste machen wir ja eh schon. So, jetzt kam allerdings heute Morgen wieder der Anruf, nicht der, sondern nochmal ein Anruf der gleichen Person. Und sie sagte, damit keiner benachteiligt wird und damit keiner sich irgendwie vielleicht bloßgestellt wird, weil wenn wir das so machen, dass wir dem in Anführungsstrichen ärmsten Kind das den Schulplatz geben, dann hieß es ja, Edge, du bist der Ärmste hier, du hast einen Schulplatz umsonst, ne? Und damit das alles nicht passiert, sollen wir das einfach verlosen. Jetzt haben wir uns Folgendes bei der ganzen Sache überlegt. Und zwar, wenn man hier auf dieser soliden Schule Start Next Seite runterscrollt, dann sieht man ja hier die Dankeschöns. Und das wäre Ehrentafel. Nochmal draufklicken, geht's wieder zu. Und wir haben hier ein Dankeschön eingefügt. Und zwar, wenn jemand einen Schulplatz für sein Kind bucht, dann erhält er als Dankeschön den Schulplatz wirklich. Also wenn er uns praktisch 2.622 Euro oder mehr spendet, dann erhält er diesen Schulplatz. So, das heißt also, wir geben auch was zurück. Und jetzt kommt's. Aufgrund dessen, dass wir verlosen wollen, haben wir gesagt, okay, machen wir's so. Wer diesen Schulplatz praktisch bucht und uns damit Geld spendet, aber eigentlich spendet er ja kaum was, nur ein bisschen mehr, weil Startnext auch einen Teil dafür haben möchte. Wer das so tut, der nimmt automatisch an der Verlosung teil. Und zwar, der kann es durchaus passieren, hat er gute Chancen, dass er diesen Schulplatz umsonst bekommt. Das heißt, diese Spende, die würde dann zurückgehen, diese 2.622, und derjenige bekommt praktisch kostenlos für sein Kind diesen Schulplatz. Ich denke mal, das ist eine Sensation, die uns allerdings erst durch diese großzügige Spende ermöglicht wurde. Und ich kann der Spenderin nur danken, und das machen sehr viele wahrscheinlich auch innerlich. Es ist wunderbar und da kann man sich nur drüber freuen. So, darum jetzt aber meine Bitte. Das gibt ja dieses, hier heißt es Startlevel, aber das ist eigentlich ein Ziellevel. Und zwar, wenn wir diese 37.700 Euro nicht erreichen, platzt die ganze Aktion. Jeder kriegt sein Geld zurück, der es schon gezahlt hatte. Und wir kriegen nichts, aber es geht ja nicht um uns, sondern die Kinder kriegen nichts. Keine Schulplätze, kein gar nichts. Und wir müssen lediglich mit unserem Hauptinvestor oder den Hauptinvestoren uns begnügen und dann wird es bitterer. Dann läuft das nicht so schön. Denn schließlich ist in diesem Gebäude mächtig was zu machen. So, und darum jetzt folgende Bitte, damit wir dieses Level erreichen, damit wir vorwärts kommen, teilt dieses Video. Ich kann nur wirklich, obwohl ich dieses Teilen, Teilen, Teilen nicht mag, darum bitten, teilt dieses Video nochmal richtig kräftig. Letzten Endes gibt es diese Sensation der Superspende, dass einer dadurch seinen Schulplatz kostenlos erhält und andererseits erreichen wir unser Ziel überhaupt. Jo, habe ich noch was vergessen? Naja gut, ja, also wenn wir noch jemanden finden sollten, der uns nochmal so eine schöne Spende darreicht, also das wäre natürlich der Hammer, ne? Diese 6.012 Euro, dann würden wir das natürlich gerne nochmal machen für die anderen Kinder, sodass wir dann vielleicht zwei oder drei Schulplätze zu versteigern, zu verlosen haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass das Video richtig gut geteilt wird, dieses hier, dieses, was man jetzt gerade sehen kann. Und ja, verbleibe erstmal mit freundlichen Grüßen und bis zum nächsten Mal. Leute, ihr kennt den Spruch schon, macht was, aber macht's gut. In diesem Fall teilen. Danke, bis dann. Tschüss.